Was kann man tun, um dem Alltagsstress zu entkommen? Zum Beispiel werden vom Hochschulsport viele Möglichkeiten angeboten. Eine dieser Möglichkeiten ist Forró, ein Tanz zur gleichnamigen brasilianischen Musik, der inzwischen auch in Europa immer beliebter wird. Meine Kollegen Sophia Kiersikorn, Maria Mavrudi und Sarah Sippelt haben sich den Tanzkurs einmal angeschaut. Es ist rhythmisch, lebhaft und gefühlvoll. Und es wird im Hochschulsportprogramm der Uni Bielefeld angeboten. Forró. Dieser Tanzkurs hat bereits viele leidenschaftliche Anhänger, die alle eins gemeinsam haben, die Freude am Tanzen. Aber was genau ist Forró eigentlich? Ja, ich bin ungefähr seit 2 Jahren dabei, wusste von Anfang nicht wirklich, was Forró ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich es immer noch nicht hundertprozentig. Und ich glaube, ein bisschen bin ich dabei weiterhin, weil ich herausfinden will, was es wirklich bedeutet. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier an der Universität Bielefeld am Institut für Sportwissenschaft und leite zusammen mit Olivier Bertrand hier die Forró-Kurse. Genau, aber bei dem Forró, ja. So, 1, 2, 3. Okay, ich mache wirklich das. 1, 2, 3. Forró ist ein Lebensgefühl, verbunden mit einem Fest. Und Forró ist ein Begriff, der all dies umfasst. So würde ich das vielleicht versuchen. Forró leitet sich von dem englischen For All ab und stammt ursprünglich aus Brasilien. Das Besondere, es wird nicht nach einer vorgegebenen Choreografie getanzt. Neue Teilnehmer brauchen sich keine Sorgen zu machen. Denn wenn man den Dreh mit den Schritten erstmal raus hat, klappt der Rest ganz von alleine. Angeboten werden bei uns ein Anfänger- und ein Fortgeschrittenen-Kurs. Also Forró kannte ich überhaupt nicht. Ich habe hier in der Uni beim Hochschulsport gesehen, was ist Forró. Da dachte ich, das hat mich interessiert. Also wollte ich mir das mal angucken. Und dann bin ich da hängen geblieben. Es ist einfach eine unheimlich schöne Art, zu tanzen mit Musik. Es ist ein ganz breites Spektrum. Ich finde unheimlich viele Möglichkeiten, langsam, schnell. Spaß ist dabei, Freude ist dabei, Musik ist dabei und man trainiert die Ausdauer. Also ich finde es einfach toll. Am Ende des Kurses wird das Tempo noch einmal richtig angehoben. Ein besonderes Highlight der Forró-Tanzszene in Bielefeld? Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es die Möglichkeit, sich zum gemeinsamen Tanzen im Café Wieler zu treffen. Der Kurs freut sich jedenfalls immer über neue Teilnehmer. Ja.